Wenn der Tabellen-13. Den aktuellen Spitzenreiter empfängt, sind die Rollen klar verteilt. Bei den Hannover Scorpions gibt Andy Reis gegen die Adler Mannheim sein Heimcomeback. Er hatte fast 6 Wochen ausgesetzt und war am Sonntag in Hamburg zum ersten Mal wieder mit dabei. Die Partie beginnt mit einem Schrecken für die Scorpions. Fehler von Torwart Dimitri Petzold, doch Marc El-Sayed kann die Situation nicht nutzen. Die Adler bleiben aber am Drücker. Ken McGowan auf Florian Kettemer und Matthias Plachter ist noch dran. 4. Minute, 1:0 für die Gäste. Matthias Plachter, einer der jüngsten im Team, mit seinem 2. Saisontreffer. Er lenkt die Scheibe mit dem Rücken zum Tor ins Netz. Optimaler Start für Mannheim. Die Adler hatten zuletzt 2-mal verloren, gegen Hannover allerdings waren sie in dieser Saison in beiden bisherigen Partien siegreich. Wieder Matthias Plachter und der schießt einfach mal 2:0. Bei Plachter läuft heute alles nach Plan, Doppelpack für ihn, nach diesem Treffer aus unmöglichem Winkel. Aus der Bandenecke einfach Richtung Tor und Petzold legt sich die Scheibe selber rein. Bitter für die Scorpions. Kurz darauf die Hausherrin auch noch in Unterzahl. Es droht also weiteres Ungemach. Bis Chris Lee den Puck aus den Augen verliert, Ryan Markey geht dazwischen. Scheitert an Freddy Brathwaite, aber Patrick Buzasch ist da. 13. Minute, nur noch 1:2. Shorthander Buzasch, schon sein 2. in dieser Spielzeit. Markey kommt zunächst nicht an Brathwaite vorbei. Buzasch hat dann das leere Tor vor sich und gibt Hannover neue Hoffnung. Die Scorpions nach dem Anschluss zunächst aber weiter mit 4 gegen 5. Bryce Lampman sitzt ja noch draußen. Für die Adler kommt Yannick Lehoux. Der bekommt die Scheibe nochmal und legt auf für Chris Lee. Und der macht seinen Fehler von gerade wieder wett. 38 Sekunden nach dem Gegentor stellt der Tabellenführer den alten Abstand wieder her. Lee bezwingt Jonas Langmann, der kurz zuvor für Petzold ins Tor der Hannoveraner gekommen war. Mannheim also wieder auf Kurs und weiter hungrig. 19. Minute. Viel Druck der Adler bei 5 gegen 5. Schuss von Dennis Reul und Ronny Arendt stoppt ab. 4:1. Schon im ersten Drittel stellen die Kurpfälzer die Weichen auf Sieg. Nicky Mond und Jonas Langmann können Arendt am erfolgreichen Torschuss nicht hindern. Klare Führung für die Adler nach 20 Minuten. Doch noch haben die Hannover Scorpions 2 Drittel Zeit, um das Ergebnis zu korrigieren. Und sie beginnen damit direkt nach Wiederbeginn. Schuss von Sascha Gotsch und Chris Herperger fummelt die Scheibe so gerade über die Linie. Das 2:4, 25 Sekunden sind im Mittelabschnitt erst gespielt. Chris Herperger setzt sich hier im kleinen Privatduell gegen Freddy Brathwaite durch. Die Niedersachsen mit neuem Mut und Mannheim mit den Kontern. Chris Lee auf Ken McGowan. Der schaut und wartet, fast zu lange, aber eben nur fast. 34. Minute, 5:2 Adler durch Ken McGowan und seinen 11. Saisontreffer. Der Kanadier schien sich schon fast verzockt zu haben, doch dann können sämtliche Scorpions seinen Nachschuss nicht verhindern. Alle gehen Richtung Scheibe, aber keiner auf den Mann. Hannover 2, Mannheim 5, so heißt es auch noch kurz vor Ende des Spiels. Die Scorpions bekommen in der Schlussminute noch einmal ein Powerplay. Und Chris Herperger verkürzt mit seinem 2. Treffer des Abends noch einmal auf 3:5. Doch 8 Sekunden vor der Sirene kommt dieser Treffer natürlich viel zu spät. Am Ende feiern die Adler Mannheim ihren 9. Auswärtssieg in dieser Saison und bleiben damit natürlich Tabellenführer. Den Hannover Scorpions bleibt dagegen nur der Trost ihrer Fans und die Hoffnung auf bessere Zeiten.